In diesem Clip begleite ich dich durch das Zentrum Palermos mit den großen und bekannten Highlights der Stadt. Im zweiten Video Städtereisen Sizilien Palermo, versteckte Perlen, zeige ich dir ein Palermo abseits ausgetretener Pfade. Unser gemeinsamer Spaziergang beginnt beim Teatro Politeama Garibaldi. Anschließend geht es die Fußgängerzone Via Ruggiero Settimo Richtung Teatro Massimo. Dass Palermo eine bunte und muntere Stadt ist, zeigt sich bereits hier. Weiters führt uns der Weg die Via Marcheda zum Quattro Canti, dem Mittelpunkt der historischen Stadt. Die Besonderheit des Platzes sind die vier konkav geschwungenen barocken Fassaden der Palazzi. Wenige Schritte vom Quattro Canti entfernt liegt die Piazza Pretoria. Die Piazza wurde extra im 16. Jahrhundert für den Brunnen Fontana Pretoria angelegt. Nun geht es den Corso Vittorio Emanuele hoch Richtung Porta Nuova. Vorbei an den Königsgräbern gelangt man zu einer steilen Wendeltreppe, über die der Besucher auf das Dach der Kathedrale gelangt, mit uneingeschränkter Rundumsicht. Zurück über die Wendeltreppe führt uns unser Spaziergang weiter über die Grünfläche Villa Bonanno zum Palazzo Reale, dem Normannenpalast, heute Sitz des Parlaments Siziliens. Im Inneren des Palazzo befindet sich die Cappella Palatina, ein einmaliges Juwel im normannisch-arabisch-byzantinischen Stil. Facebook, pagina Facebook, l'intervocazione con che mi piace. Wenn dir der Bild gefallen hat, teile ihn mit Freunden. Weitere Reiseerzählungen findest du auf meiner Playlist Reisevideos Klepowski.